meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gestern auf Instagram gesehen, dass das neue Update rausgekommen ist. Und mit diesem Update kann man einem Kanal Fragen stellen über die Stories. Und ich habe gestern das einfach mal gemacht und geschaut, was kommen da für Fragen. Und es sind so viele gekommen, dass ich die nicht in meiner Story beantworten wollte, sondern ein extra Video daraus machen wollte, was natürlich auch einige interessiert, weil ich glaube, die meisten Fragen sind einfach auch Fragen, die oft gestellt werden. Und deswegen machen wir heute so ein kleines Question in Answer Video und ich hoffe, euch gefällt es. Viel Spaß! Die erste Frage, die mich erreicht hat, ist von Reborn Baby Luis. Könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen, wenn ihr wollt. Warum machst du eigentlich so viele Babys? Ja, also das ist mein Job sozusagen. Habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe ein Gewerbe dafür aufgemacht und mache die Babys beruflich selber. Dann die nächste Frage. Hast du für deine selbstgemachten Reborns ein Gewerbe angemeldet? Habe ich ja gerade gesagt. Ja, habe ich gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gemacht habe. Ist auch schon ein bisschen länger her. Denn das muss man einfach, wenn man etwas Selbstgemachtes verkauft, sozusagen. Das Ganze ist ein Kleingewerbe. Und ja, ist einfach ein Kleingewerbe. Dann die nächste Frage etwas zu Felix. Ist Felix dein erster Freund? Nein, ich hatte vor ihm schon mal einen Freund und davor hat man natürlich ein paar Kindergartenbeziehungen, sage ich mal. Also mit 12 und im Kindergarten damals habe ich sogar schon geheiratet. Also ja, aber der erste richtige Freund war ganz, ganz kurz vor Felix. Und danach habe ich Felix gesehen und habe mich dann in Felix verliebt, währenddessen ich schon mit dem anderen zusammen war. Also so eine kleine, ja, Krisensituation. Aber ich verlinke euch hier oben mal das Video, wo wir über unsere Beziehung gesprochen haben, wir beide zusammen. Das heißt, wie sind wir zusammengekommen? Dann könnt ihr hier oben mal vorbeischauen. Das verlinke ich euch dort. Dann die nächste Frage. Wie würdest du dein erstes Kind nennen? Also, ich bin fester Meinung, dass ich, wenn ich ein Mädchen bekomme, es Meljurin nennen möchte. Und wenn es ein Junge wird, Benetton. Ich weiß, so heißen meine Reborn-Babys, aber ich finde die beiden Namen einfach so unglaublich schön und so passend. Und die passen auch mit meinem Nachnamen, mit Felix' Nachnamen. Und ich finde das harmoniert richtig schön, das zergeht auf der Zunge, die Namen sind zeitlos. Das heißt, das kann man nicht nur im Kindergarten tragen, sondern auch wenn man erwachsen ist. Und das ist mir bei Namen ganz, ganz wichtig. Aber natürlich kann man das immer noch entscheiden, wenn man schwanger ist. Und ich muss natürlich auch noch mit Felix besprechen, ne? Könnte ich alles allein entscheiden. Dann eine nächste Frage auch zum Thema Kinder. Willst du später Kinder haben? Natürlich möchte ich später Kinder haben, sonst würde ich das hier ja nicht sozusagen machen, das Hobby. Ich habe das Hobby ja wegen meinem Kinderwunsch. Und dann eine Frage, wie viele Kinder möchtest du später haben? Also ich rechne immer so mit 3. Ich finde 3 ist eine richtig schöne Zahl. Man braucht kein großes Auto extra, also ein 5-Sitzer reicht da. Obwohl manchmal, wenn die Kinder einen kleinen Unterschied haben nur, dann braucht man natürlich 3 Kindersitze. Und 3 Kindersitze hinten auf einer Rückbank ist ziemlich schwer. Und ich bin sowieso ein großes Autofahrer, also ich werde mir sowieso später ein großes Auto kaufen. Aber ich finde 3 ist eine angemessene Zahl und ja, ich finde es einfach ganz, ganz schön. Das haben ich und Felix so für uns entschieden. Wenn es nach dem ersten nicht mehr klappt und einfach da oben entschieden wird, es gibt kein zweites, dann ist es auch so, aber Einzelkind bin ich einfach voll dagegen und ich möchte auch eine relativ große Familie. Also 2 Kinder sind für mich auch einfach zu wenig, sage ich mal. Aber ich bin auch glücklich, wenn ich nur ein Kind habe. Aber wünschen würde ich mir halt ein bisschen mehr. Dann die nächste Frage. Hast du dein Abitur gemacht und was machst du jetzt? Ja, ich habe mein Fachabitur gemacht und jetzt mache ich ein FSJ in einer Klinik auf der Babystation. Genau, als Hebamme mache ich jetzt ein FSJ ein Jahr lang. Und dann muss ich mal gucken, ob ich eine Ausbildung mache zur Hebamme, wenn es das Richtige für mich ist. Das weiß ich leider nicht, aber ich möchte in diesem einen Jahr jetzt erstmal ein bisschen nachdenken, ein bisschen runterkommen nach 12 Jahren Schule, ein bisschen sacken lassen und genau, das ist im Moment so mein Werdegang. Denn eine Frage, die ich wirklich krass finde, wie schaffst du es, so schöne lange Haare zu haben? Ich weiß nicht. Denn eine interessante Frage, wo man ein bisschen mehr nachdenken muss, was würdest du an einem Tag tun, an dem alles möglich wäre? Da denkt man, glaube ich, ein bisschen nach. Also ich glaube, das ist so eine Sache, keine Straftaten und so und man wird für nichts anbelangt und für das Geld. Ich glaube, ich würde einfach ganz viel meine Familie machen, weil mein Vater dann ja auch nicht arbeiten müsste. Und ich glaube einfach, ich würde die Zeit mit meiner Familie genießen, weil man kann eben nicht viel machen. Viele sagen jetzt, boah, ich raub eine Bank aus oder keine Ahnung, aber vielleicht würde ich das auch machen. Aber ich glaube, ich würde einfach die Zeit meiner Familie
verbringen, weil ich das schön finden würde, wenn mein Vater mal nicht arbeitet. Denn eine Frage, die ich ziemlich suspekt finde, aber trotzdem mal hier reinbringen möchte: Warum sind deine Reborns so teuer? Also, ich muss euch sagen, also es geht, glaube ich, um meine selbstgemachten Reborns. Ein Bausatz, der hier hinter euch steht, kostet 100 Euro. Nur dieser Bausatz. So, und verkaufen tue ich die fertigen Babys mit Wimpern, mit Magneten für 200 Euro im Durchschnitt. Mal auch günstiger, mal ein bisschen teurer, wenn sie zum Beispiel Haare bekommen oder so. Ich glaube nicht, dass es teuer ist, weil ich für meine Arbeit dann nur 30 Euro bekomme. Ich habe bei einem Baby ungefähr Materialkosten von 170 Euro, die ich vorher in dieses Baby investiere. Lagerkosten zähle ich gar nicht dazu, aber hier liegen die Babys auch wochenlang rum. Anziehsachen und so, Paketkosten und alles zähle ich gar nicht dazu, sondern ich nehme immer nur den normalen Versand, den ich auch bezahle. Also habe ich im Durchschnitt eigentlich nur 30 Euro pro Baby. Man muss einfach damit rechnen, dass Babys zu teuer sind, diese Reborn-Babys, wenn sie selber gemacht sind. Weil diese Handarbeit, ich meine, ich brauche ein paar Tage für ein Baby und ich kriege nicht mal 1 Euro pro Stunde. Das ist eben das Krasse. Und da sollte man sich eben schon Gedanken machen. Ich finde, der Preis ist mehr als gerechtfertigt, wenn man guckt, was Mel und Benetton gekostet haben. Benetton hat 600 Euro gekostet. Da müsst ihr euch mal Gedanken machen. Denn ein Baby von mir, was 200 Euro kostet, finde ich, ist in Ordnung für ein Reborn-Baby. Denn eine Frage, die, glaube ich, oft kommt, anscheinend, obwohl ich das wirklich sehr oft sage: Wie alt bist du? Ich bin 18. Hi. Ich bin Baujahr 2000. Ja, 2000. Wie lange beschäftigst du dich schon mit Reborns? Seit 2014. Eine interessante Frage: Wenn du dir eine Superkraft aussuchen dürftest, welche wäre es? Oh Gott, ihr stellt echt komische Fragen. Also, eine Superkraft. Ich glaube, ich würde mich gerne unsichtbar machen. Oder Gedanken lesen. Gedanken lesen wäre krass. Also unsichtbar oder Gedanken lesen wäre ganz cool. Oder mich zu einem Ort hinbeamen, dann spare ich Spritgeld. Das wäre auch ganz cool. Eine Frage, die auch sehr interessant ist: Wo wohnst du? Ich wohne in Schleswig-Holstein in Deutschland. Und das ist in der Nähe, also ich wohne in der Nähe von Lübeck. Ja, ich glaube, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Einige wissen, glaube ich, fast, wo genau ich wohne. Aber genau, in der Nähe von Lübeck ist das Ganze hier. Eine Frage zum Thema Klamotten: Magst du Naketano? Naketano ist eine Klamottenmarke, für einige, die es jetzt nicht wissen. Ja, ich lege im Moment sehr, sehr viel Wert auf Qualität. Und deswegen, ja, ich mag Naketano sehr gerne. Erst recht die Pullover und die neue Jacke, die ich jetzt habe. Also ich finde einfach, die Qualität ist sehr schön. Und die Sachen sind so unglaublich weich. Also Phyllis hat ein T-Shirt von Naketano. Und das ist so weich. Selbst nach dem Waschen ist es unglaublich schön. So, und dann die letzte Frage: Wie groß bist du? Ich bin ungefähr 1,65 und wiege ungefähr 45 bis 48 Kilo. Es kommt immer darauf an, ob ich mich wiege, wenn ich gegessen habe. Ja, das sind so, ja, so groß bin ich ungefähr. Also ich bin ziemlich klein, aber neben Felix wirklich ziemlich groß, weil er selber so klein ist. Ne, Schatz? Ich bin gar nicht so klein. Bist du nur eins? Nicht mal 1,80 bist du. Ungefähr 1,80. Nee. So. Nein. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ihr mehr Fragen habt, dann gerne unten in die Kommentare. Denn ich kann immer wieder ein Fragen-Antwort-Video machen. Ich mache das auch total gerne. Ich finde es besser, als würde ich jetzt jedem schreiben, so einfach in einem Video alle Fragen raushauen sozusagen. Und dann, ja, schreibt gerne eure Fragen und eure Meinung vor allem in die Kommentare. Vielleicht auch eure Meinung zum Thema junge Mama werden. Vielleicht gibt es auch ein paar junge Mütter hier, die ihre Meinung gerne mal erzählen wollen. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!